geht ab, Freunde der Sonne? Hier ist mal wieder Turbo Torben und heute gibt es ein turbomäßiges Unboxing. Herr Makura ist natürlich auch mal wieder wie immer am Start. Und ja, wir wollen nicht lang schnacken, sondern wir packen jetzt mal aus. So. Das ist immer wie Geschenke auspacken. Das ist jeder Tag wie Weihnachten. Es ist immer Weihnachten auf dem Kanal. So, hier eins. Wollen wir die Leute vielleicht raten lassen, was das sein kann? Schüttel nochmal richtig. Ja, nochmal schütteln. Das hört sich an wie Lego. Ja, ne? Da ist Lego drin bestimmt. Oha! Das sieht ja schon mal edel aus. Was kann da wohl sich drin verbergen? Das Zeichen kennen wir doch irgendwo her. Ja, welches Zeichen könnte das sein? Das sieht doch aus wie der Shogun. Denn der Shogun, das ist eine Internetseite, mit der wir jetzt in Kontakt stehen. Die haben nämlich alles an Martial Arts Artikeln, was ihr euch vorstellen könnt. Zum Beispiel so etwas hier. Guckt euch das mal an, wie nice das aussieht. Das ist ein Kubotan. Ein Kubotan ist eine Hieb- und Stoßwaffe, die aber in Deutschland nicht als Hieb- und Stoßwaffe gilt und darum legal ist für die Selbstverteidigung. Und darum kann man das natürlich hier wunderbar als Schlüsselanhänger verwenden. Und dann ist man natürlich auf der Straße jederzeit bereit, sich zu verteidigen mit diesem Kubotan. Okay Leute, also ich hatte noch nie so einen Kubotan in der Hand und ich muss sagen, es fühlt sich schon wirklich sehr massiv und stabil an hier. Das gibt es auch als Tactical Pen, heißt das glaube ich auch, weil es halt fast wie so ein Stift ist, von der Größe her wie so ein Edding ungefähr. Und damit kann man sich natürlich auf der Straße verteidigen. Es ist nämlich ein Druck- oder Schlagverstärker, weil ihr natürlich die Schlagkraft auf diesen winzig kleinen spitzen, aber komplett harten Punkt vorne fixieren könnt. Und darum habt ihr natürlich die Schlagkraft, die ihr normalerweise in eurer ganzen Faust hättet, könnt ihr auf diesen kleinen Punkt setzen, was dann natürlich viel effektiver ist. Also der ist schon echt massiv. Hier, nimm mal in die Hand. Also der als Schlüsselanhänger wäre schon nicht schlecht. Wäre schon nicht schlecht, ne? Wie fühlt sich das für dich an so? Gut, stabil. Stabil? Das heißt, guck mal, kannst ja gar nichts machen. Nee. Ich könnte jetzt hier... Oh. Ja, also nicht... Ey, Leute, ungelogen, ich habe gerade aus Joke gemacht. Ja, also... Aus Joke Löcher reingemacht. Hat schon Druck dahinter. Ist halt ein Druckverstärker, ne? Tut, was er soll. Ja. Hat was von links hier, Leute? Von der Schachfigur. Ja, ein bisschen. Guck mal, wenn ich hier halt getarnt als Schachfigur. Als Schachfigur. So, und was haben wir mit diesem Kubotan vor? Als erstes natürlich werden wir euch Selbstverteidigungstechniken mit diesem Kubotan zeigen und vorführen, wie man sich damit dann auch realistisch auf der Straße verteidigt. Denn einfach nur das Ding dabei zu haben, reicht natürlich nicht, sondern man sollte auch wissen, wie man sich damit verteidigt. Und als nächstes werden wir natürlich einen Turbotest mit diesem Kubotan ausführen. Und ich weiß noch nicht, was meinst du? Schafft der einen Bruchtest? Ein Bruchtest auf jeden Fall. Schafft der eine Kokosnuss? Das werden wir alles testen. Oh, Kokosnuss wäre nicht schlecht. Ich habe noch eine zu Hause. Also wir werden auf jeden Fall einen Turbo-Härtetest mit diesem Kubotan ausführen. Und ja, aber ihr fragt euch sicherlich, warum wir gleich 5 davon haben. Diese eine ist natürlich für persönliche Zwecke, wie zum Beispiel die angesagten Turbotests. Aber diese 4, meine Freunde, die könnt ihr hier gewinnen. Und das wird auch das allererste Gewinnspiel auf diesem Kanal sein. Denn die könnt ihr gewinnen. Ihr braucht einfach nur in die Kommentare schreiben, Hashtag Turbotan. Also Leute, Hashtag Turbotan in die Kommentare. Dass ihr dieses Video liked und den Kanal abonniert, versteht sich natürlich von selber. Aber dann gibt es noch mehr zu dem Gewinnspiel zu sagen. Genau. Und das erklärt euch jetzt der Herr Makura hier. Da müssen wir uns auch halten. Und zwar, ihr müsst, Mindestalter ist 14 Jahre in Deutschland. Erst wenn ihr 14 seid, dürft ihr bei diesem Gewinnspiel mitmachen. Zweite Sache ist, wenn ihr in die Kommentare geschrieben habt, wir können, wenn ihr gewonnen habt, wir können auf euer Kanal gehen. Dann auf eure Kanalinfo und dort gibt es eine E-Mail-Adresse, die müsst ihr eintragen. Wenn ihr diese E-Mail-Adresse nicht eingetragen habt, können wir euch leider nicht anschreiben, dann habt ihr leider auch nicht gewonnen. Das heißt, ihr müsst das freistellen. Sonst bleibt der Kubotan bei uns. Und die allerletzte Sache ist, natürlich ist der Versand für euch kostenlos, weil es ein Gewinnspiel ist. Das heißt, haut alle in die Kommentare Turbotan. Es ist Turbo-Versand, die kenne ich bei der Post, ich zahle da nämlich nichts. Also Leute, die komplette Gewinnspielanleitung findet ihr natürlich nochmal in der Videobeschreibung, falls ihr euch auch so einen edlen Kubotan zulegen wollt. Ich finde diese Spitze, finde ich auch richtig, richtig nice hier.
Und wie die Gewinner ausgelost werden, das wird noch nicht ganz verraten. Es wird aber auf jeden Fall ein turbomäßiges Auswahlverfahren sein. Und ihr könnt das dann auch alles mitverfolgen, dass das hier alles mit rechten Dingen zugeht und nicht irgendwie gefaked ist oder so. Und natürlich noch ein großes Dankeschön an der Shogun, der uns diese geilen Kubutans hier zur Verfügung gestellt hat. Da könnt ihr alle gerne mal auf der Internetseite vorbeischauen. Oder bei Amazon gibt es auch ganz viele Artikel von dershogun.de. Denn, wie gesagt, wir stehen jetzt in Kontakt mit dem Shogun und wir sind auch schon eingeladen, dass wir da mal vorbeikommen dürfen. Und die haben nämlich auch ein riesengroßes Sortiment an Schwertern. Und wir sind da eingeladen Ende des Jahres, dass wir auf ein paar Schnitttests vorbeikommen. Das werden wir natürlich auch filmen, wenn es stattfinden sollte. Und ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Hilft uns, den Kanal schnell auf 10.000 Abos zu bringen, Leute. Genau. Ganz ehrlich, gemeinsam schaffen wir es. Wir haben 7.000 Abos geknackt. Ratzfatz kriegen wir definitiv die 10 hin. Einfach alle mit dabei sein. Team Turbo kann. Und die 1 Million Klicks haben wir jetzt auch geknackt. Ja, die sind auch geknackt. Die 7.000 Abos und die 1 Million Klicks. Und ja, genau. Helft uns, den Kanal hoch zu pushen. Liked alle Videos, abonniert uns, kommentiert alles, was ihr wollt. Und ja, dann war's das, ne? Ja, das war's. Gut, dann sehen wir uns in den nächsten Videos, Freunde der Sonne. Hier ist übrigens gerade die Sonne. Und peace out, haut rein, macht's gut und ciao.